Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Wir befinden uns wieder mal live im Stream, was ihr vielleicht schon vom Vegeta Video kennt, obwohl vielleicht kommt das Vegeta Video danach, ich weiß es noch nicht. Und wir werden jetzt, wenn ich den Sound eingestellt habe, das Jiren Event klären, nachdem das Vegeta Event so super lief. Rechts an der Seite findet ihr den Livestream Chat, der gerade so am Stizzle ist. Es ist Donnerstag, wenn ihr es verpasst habt, keine Sorge, normalerweise streame ich freitags immer. Heute wurde es ausnahmsweise verschoben, aber ihr dürft euch schon mal in den Kalender eintragen, jeden Freitagabend gibt es einen Stream. Und nochmal dieses Intro. Das neueste Intro finde ich am besten. Best Intro auf YouTube. So ein geiles Intro. Hallo YouTube! Das Intro ist echt gut. Die Vorlage ist von Aizen. Die ersten beiden waren auch von Aizen. Und das letzte habe ich jetzt ein bisschen angepasst, weil ich nochmal ein paar mehr Elemente reinhaben wollte. Aber trotzdem gehen auf jeden Fall auch Credits raus an Aizen, muss man sagen. Weil der hat dieses allererste Original-Urgestein vom Intro gemacht. Und das war das Ausschlaggebende. Tom, du stinkst, schreibt einer. So, das steht ein Event. Es gibt keine Vorgaben, wie ich das jetzt gelesen habe, auf dem DBZ-Wiki. Heißt, wir gehen mit meinem Fusion-Team rein, mit meinem Potara-Fusion-Team. Ich nehme mal stark an, das dürfte nicht allzu viele Probleme machen. Wir versuchen zuerst Dispo zu killen. Vegeta kommt zum Ulten. Perfekt. Vegeto auch. Ich nehme an, das Jiren-Event wird schwerer als das Vegeta-Event, tatsächlich. Hey, mir geht's ja alles gut? Jo. Wir müssen recht... Naja, nicht ganz so dolle erste Rotation, aber mal sehen. Erstmal so lassen sollen das Intro. Wieso? Das hier ist auch cool. Alter, 860.000, what the fuck? Achso, erst mit dem Supporter in der Runde. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwas verpasst. Perfekt. Und noch ein Crit vielleicht, dann haben wir Dispo direkt auch. Nein, er ist auch so K.O., das reicht mir komplett aus. Kaputt, glaubt dann nächste Runde dran. Guckt euch das Buu an. Mein altes Buu an Video, das war eine halbe Stunde. Da war so viel gecuttet, weil ich so oft re-gestartet habe. Ah, das war ein tolles Video. Wenn ich mehr mag, Gogeta oder Vegeto? Eindeutig Vegeto. Das Video, ich weiß nicht. Morgen kommt eigentlich was anderes vorgesehen. Muss mal sehen. Ich habe sehr viel Material gerade. Das ist irgendwie irgendwie ein bisschen problematisch, wenn man so viel Material hat, leider. Ich habe nur zwei Arten von Video aufschlagen. Also entweder habe ich gar nichts für die nächsten Tage und bin voll hektisch oder ich habe zu viel. Kann beides mal vorkommen. Leider. So, Rip Topo. Wir begeben uns in den ersten Kampf mit einem der Jirens, der Tech-SR-Jiren, ne, er ist auch ein Wake-Button. Dem Tech-SSR-Jiren, Verzeihung. Der hat ziemlich Gutes nebenbei. Ich mag ihn wirklich sehr. Ziemlich, ziemlich nette Karte. Einmeldung. Ist mir egal, danke Samsung. Das noch mit für die Ulti und... Das da. 30 Minuten für Buu. Ja, ich hatte ein Team, was absolut nicht gegen Buu bereit war, aber ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe gerade 3 SSR gezogen. Gohan, Vegeta und Jiren. Na, nice. Zack. Hallo, YouTube. Ja, weißt du, ja, ich weiß ja, wer du bist. Jiren wird kassieren. Ist ja leider noch nicht geultet. Wenn alles optimal läuft, ultet er gar nicht oder den INT Vegeta. In beiden Fällen kann ich mitleben. 31 Stones, Vegeta gezogen, GG. Ja, leider, mein Team war damals absolut nicht drauf ausgelegt. Ich hatte den Link nicht dafür, der vorgesehen war, damit seine Dings geschwächt wird. Ich habe es mit sehr vielen Stunts geschafft. General Blue war damals ernsthaft ein MVP, zusammen mit Bulma. So, nächste Runde ist der K.O., weil... Ja, wir haben den stärksten Yantecher. Das wird Baba. Seit 38.000, 238.000, okay, ändert nichts. Ja, inzwischen 3 Minuten für Buhan halt, aber damals war es eine kranke Sache. Ich spiele Dokkan seit knapp 650 Tagen, glaube ich. Dürfte es sein. Habe ich gerade gedodged? Ich hab auch gerade gespuckt. Nice. Hast du jetzt Tech Vegito? Leider nicht. Kannst du mich grüßen, Drake? Grüße an dich. Das war's mit Jiren. Wohl doch nicht so mächtig. Wir gehen zum ersten STR Jiren. Junge, lese mal meine Frage. Junge, heul doch. So, wir gehen hoch. Jason hat gefragt. Wie bekommt man am Anfang schnell viele Elderkais? Naja, Gems farmen und dann kaufen. Oder du machst direkt so einen Elderkai summon. Gönnen wir dir die? Nein! Fuck, die wollte ich Kevlar geben. Scheiße, jetzt ist es zu spät. Wir werden kein Item oder jegliches benutzen, weil wir werden überleben, selbst wenn er ultet. Wieso ultest du direkt?
Jetzt werden wir die nächsten Attacken mehr einstecken, weil der Defense, glaube ich, lowert. Ja, yeah, ach du Scheiße. Wow, das war vielleicht doch ein ziemlich großer Fehler. Ach du Scheiße. Oh fuck. Wenn Kevlar nicht dodgt, sind wir tot. Nein, obwohl, das dürfte gehen. Es dürfte gehen, keiner muss Panik schieben. Goku oder Vegeta, Goku. So, oh Gott, nein, wir könnten vielleicht doch sterben, wenn sie jetzt nicht dodgt. Oh shit, shit, shit. Das war ziemlich knapp. Ach du Kacke. Die Fusion kommt rein und rettet uns den Arsch. Ich meine, easy, easy. Easy. Das ist ein sehr easy Event. Wahrscheinlich Leute, nein, nein, ich werde nicht sterben. Oh, jetzt haben wir gerade einen richtig kranken Soundbug gehabt, aber das ist nicht schlimm. Das ist schon wieder so ein easy Event, Alter. Absolut keine Probleme damit. Pff. Ich habe gerade so hart kassiert, das ist unglaublich. Aber dafür wird jetzt auch ordentlich zurückgeschudet. Und zwar von dem wunderschönen LRINT Vegeto, wie ich sie den nicht glaube. Boom, erster Konter an der Leiste weg. Ja, komm, ulte mich, ulte mich. Wie viel macht das? 82.000? Lächerlich, lächerlich. Kakarot oder Son Goku? Son Goku. Kell oder Caulifla? Caulifla, eindeutig. Was ist JP-Akkord und Benachar im ersten Multi? Und welchen? Muss doch sagen, welchen? So, das dürfte sein Ende sein. Damit ist auch eindeutig bewiesen, dass Vegeto um Längen stärker ist als Jiren. Ich hatte meine Idee und so nochmal auf Insta geschickt. Hoffe, es klappt endlich. Oder ich sende dir nachher nochmal nach dem Stream mal die Sachen. Ich gucke gleich. Vielen Dank. Eigentlich wollte ich den Stream damit beginnen, dass ich auf deinem Account sammeln. Ah, ist Jiren einer von den Fickern? Wow. Ist das ein neues Theme? Ja, es gefällt mir ziemlich gut. Möchte ich hier anmerken. Dokan ausgegeben. 300, 400 inzwischen. Es gefällt mir ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob ich es vielleicht einfach nicht gehört habe, aber... Ah, der ist ein Sack. Ich merke das schon. Na dann. Dann kann ich das auch. Wenn du nicht willst, dass ich deine Ultis ausmache, dann mache ich dich aus. Klingt komisch, ist aber so. Ist doch kein Problem für mich. Kann ich absolut mitleben. Leider Dispo, ei. Ist das ein neuer? Das gefällt mir ultra gut. Nee, das muss neu sein, sonst hätte ich das doch schon mitbekommen, oder? Ist ja ultra lit. Ist krass gut geworden. Sieht das ja nicht. Oh, das ist ein kranker Soundtrack. Guck mal, wie er mich schon wieder lockt. Jetzt muss schon wieder ein Item einsetzen. Hätte es gerade einfach nicht gemacht, ich Vollidiot. Nee, 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 du wirst mir nicht meinen Numero Uno Tanker und Konterer jetzt da locken. So läuft das nicht. So spielen wir nicht. Du hast damit den Stream. Ja, lief ja. Da haben wir halt einen Summon auf meinen Account gemacht. Haha, Ghost Asha. Wie heißt dieses Team? Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich das Jiren-Team. Ah, oh, du bist so gebitch-slapped, Junge. Nicht den Hauch einer Chance. Letzte Worte. 3 Millionen Damage. Glaube ich ja nicht, dass er die überlebt. Falls doch, Konter danach regelt. Und das war's mit Jiren, der doch so mächtige Kämpfer. Wundervoll. Oh. Bla bla bla, ich kann kein Japanisch. Bla bla bla, Jiren. Damit wäre das auch geklärt. Vegetos Numero Uno, Gogeta Numero Dos. Denke ich an Apple Red's Lied, das ist schrecklich. Hat der Jiren wirklich keinen? Lass mich nochmal kurz gucken. Muss doch. Okay, es gibt tatsächlich wohl nichts, damit man ihn irgendwie mehr Damage machen kann. An sich ist er jetzt auch nicht so ein schwerer Gegner. Er ist nicht Stunbar, er ist nicht Sealbar und er lockt euch. Das ist ein Problem. Ich glaube, ich hätte auch Probleme bekommen, hätte ich jetzt nicht eine Karte gehabt, die mir so viel Damage auf einmal gemacht hätte. Schönes Event an sich trotzdem. War ein bisschen herausfordernd. Besser als Vegetas auf jeden Fall. Leider vergessen hat, die Hausaufgaben zu kontrollieren und freust und dann sagt Stebans, das passt zwar gerade absolut nirgendwo rein, aber eigentlich nein, wir haben keine Snitches mehr in der Klasse. Ah, den Jiren hätte ich echt gerne auf Globe, aber egal. Das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Der Stream geht natürlich noch weiter, aber falls euch das Video gefallen hat und ihr das gerade seht, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet oder auch ein Abo, falls ihr neu seid. Glocke dürft ihr auch gerne anmachen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ist aber alles eine freiwillige Sache. YouTube spinnt da ja gerne mal rum. Überlasse ich euch. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Hi, The Black Zone. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Nobel. Und ciao.